Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sky Factory 2 zusammen mit Scander. Hallo. Und wir möchten uns nochmal entschuldigen für die technischen Probleme der letzten 3-4 Folgen. Wir haben aber jetzt hoffentlich endlich den Grund gefunden und hoffen, dass es mit der aktuellen Folge jetzt endlich behoben ist und ihr eine ordentliche Qualität von uns geboten bekommt. So, wir haben während der Offscreen-Warterei, während wir ein paar Sachen, was Rohstoff angeht, vorbereitet haben, ein kleines bisschen Zuwachs bekommen. Und zwar haben wir diverse Kühe bekommen, wie wir hier unschwer erkennen können. Und dieses ganze Thema werden wir uns beschäftigen, sobald der Umbau abgeschlossen ist. Zusätzlich haben wir hier unser erstes Gewächshaus, was Skender gebastelt hat. Wenn du das jetzt kritisierst, reiß ich's wieder weg. Also er hat das sehr gut gemacht und es Danke. funktioniert auf jeden Fall. So, dann da drüben baut er weiter, stürzt vielleicht auch wieder ab, da hat er schon zwei seiner drei Tode weg. Und ja, wir bauen jetzt einfach mit der nächsten Etage weiter, die wir benötigen. Was musste sein? Und ja, gut. Haben wir die Unstimmigkeiten abgestimmt? Gut. Also, wie ich ja am Anfang schon sagte, wollen wir das Ganze hier drei Etagen hochbauen. Die erste Etage unten steht jetzt erstmal soweit. Wir haben auch den Fehler gefunden, warum diese automatische SoulSend-Produktion nicht lief. Und zwar war das bedingt auf einer Fehleinstellung von mir. Ich hatte nämlich vergessen gehabt, hier die Leitung entsprechend so einzustellen, dass die es in die Kiste schiebt. Und deswegen waren praktisch zwei Ausgänge und das hat natürlich nicht funktioniert. Sonst war alles soweit richtig, aber da wir das noch nicht gleich am Anfang erkannt hatten, hat Scanner hier in einer waghalsigen Aktion praktisch unterirdisch noch eine zweite Ebene hingesetzt und dann das Ganze umgestellt, sodass es jetzt endlich problemlos auf, naja, 40% weniger Platz funktioniert. Wenigstens dafür dazu gebrauchen. So. So, ich habe gehört, da will demnächst jemand runtergeschubst werden. Nein, ich habe nach wie vor keine Sterbeaktion. Das kann man dann an. Okay. Hast du meine Schüssel zufällig? Ich habe nicht immer meinen. Okay, ich habe jetzt einen auf jeden Fall. So, wir brauchen nämlich erst wieder die Grundform jetzt. Und dann ziehen wir die zweite Ebene drauf. Von da können wir dann die entsprechenden Abzweigungen machen, um unter anderem unsere Kühe zu nutzen. Was genau ich damit meine, werdet ihr sehen, wenn wir dann soweit sind. Ich vermute mal, wir werden es diese Folge noch nicht ganz schaffen, aber dann so in einem der nächsten wird es definitiv spruchreif werden. Scandouts, was du jetzt vor? Machst du unsere Baumfarm? Ja, nachdem du lange genug genervt hast, hänge ich mich jetzt mal an die Baumfarm. Ich plane eigentlich, das in dieser Aufnahme fertig zu kriegen. Es sollte kein Ding sein. Problematisch wird dann höchstens die Automatisierung, das Kleine mit dem Planter und dem Harvester zu verbinden, aber irgendwie wird das schon werden. Ich denke mal, ja, ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Schau mal, wie oft er runterfällt. Ich habe ein Schwert und du stehst da am Abgrund. Du solltest aufpassen, was du sagst. Oh, er hat ein Schwert und er wird es benutzen. Naja. Okay, gut. Nein, ich möchte nicht sterben. So. Also wir haben jetzt praktisch hier wieder unsere Decke. Und von da an geht es jetzt praktisch wieder. Ich glaube, ich hatte es 4 hoch gemacht bis zur nächsten Decke. Ich schaue kurz nochmal nach. 1, 2, 3. Es waren natürlich 3 hoch bis zur nächsten Decke. 1. Fällt mir gerade auf. Ich habe nicht die richtigen Steine. Wenn euch irgendwas auffällt, wo ihr sagt, Gott, wie können die das bloß so falsch machen, dann sagt uns das natürlich, schreibt es am besten in die Kommentare rein und wir werden es dann zeitnah natürlich entsprechend mit berücksichtigen. Das verspreche ich euch. Ja, sonst irgendwas an Fragen oder so weiter habt, warum wir dieses oder jenes machen, da bekommt ihr dann eine Antwort. Also von mir zumindest. Bei Scanner bin ich mir nicht ganz sicher. Na, für mich gibt es auf jeden Fall keine blöden Antworten. Naja,
Lieber blöder als gar keine, oder? Also es hieß ja, es gibt keine blöden Fragen. Dem stimme ich auch komplett zu, aber es gibt durchaus blöde Antworten. Okay, gut, dann lassen wir das Thema mal, bevor wir uns jetzt wieder in die nächste seltsame Situation begeben. So. Jetzt haben wir natürlich nicht den Vorteil vom letzten Mal, dass wir eine Ebene drüber schon haben, sondern jetzt müssen wir praktisch künstlich eine Ebene drüber erzeugen. Und da fällt mir gerade ein, bevor wir hier weiterbauen, werden wir dann erstmal kurz die Teleportstation hinsetzen. Dass wir da auch oben dann direkt ausleuchten können, nicht dass wir plötzlich das Problem haben, dass uns auf dem Dach praktisch die Monster lang klettern. So. Brauchen wir dafür? Ach, die pulsating Iron Nuggets. Da müssten wir eigentlich noch welche haben. Irgendwo. Ja, da haben sie doch. Wir müssen also auch ganz dringend dann auf unsere To-Do-Liste die Enderman-Farm setzen, weil nämlich uns unsere Enderperlen gerade eben verdammt schnell ausgehen. So, dann. Räumt. Also ich habe hier, während ich gewartet habe, die ganzen Ingots aus der einen Kiste in die andere Kiste geräumt, damit wir die jetzt alle an der gleichen Stelle haben. Hab nur gerade diesen Sachverhalt selber vergessen. Das kommt dann halt mit dem Alter. Wie er immer seine Unfähigkeit aufs Alter schiebt. Das klingt immer sympathischer, außer wird man da meistens nicht so belächelt. Zwei. Und jetzt sehen wir hier zum Beispiel, dass hier schon ein wahrer Spielplatz für Monster entstanden ist. So. Damit wir hier aktuell wieder ein super Beispiel dafür hätten, was passiert, wenn man keinen Cobblestone-Generator hat. Man wird ziemlich schnell nicht weiterkommen. Ich habe jetzt gerade hier schon an einem Stückchen Decke 4 Stacks verbraten. Ich glaube, Skender hat mit seinen Plattformen da draußen auch schon das ein oder andere Stack Ja, so den einen angebracht. oder anderen. Ganz großes Kino. Wenn man Standard-Cobblestone in Cobblestone schüsselt. Was sein muss, muss sein.
kurz drunter schauen, wo wir jetzt hier hin müssen. Ebene. Dann müsste hier dann die Ebene vorgehen. Säule. Was los? Ach, es kam gerade dieses Geräusch von dem Teleporter, das klang wie ne, wenn ein Enderman sich portet. Das denke ich mir die ganze Zeit schon. Das ist manchmal sehr verwirrend, vor Ja, allem wenn man noch nicht alles ausgeleuchtet hat und auf einmal dieses wunderschöne Geräusch hört. genau. Falls sich übrigens jemand wundert, was dieser Steinkreis mit Water Barrel hier zu suchen hat, der hier ganz modisch in der Landschaft im Weg steht, ich bin mal auf die ganz geniale Idee gekommen, man könnte ja mal etwas Moosstone herstellen. Damit könnten wir dann endlich mal etwas Moos uns organisieren, womit wir dann unsere Waffen davon überzeugen können, oder allgemein unsere Gerätschaften, sich doch bitteschön selber zu reparieren. Spart Nerven, Zeit und alles andere auch. Also praktisch, dass wir. So, es gibt natürlich zusätzlich zu dieser Moosaktion auch die Option dann, dass es automatisch drauf geht, wie wir jetzt zweimal schon das Glück hatten. Aber mit dem Moos kann man das natürlich steuern, was Gender wahrscheinlich meint, damit man da auch ein bisschen praktisch bewusst unser Glück provozieren können. Ja, mit Glück hat das dann Aber halt nicht mehr viel zu tun. Die ganz ganz normal. normalen Tinkers Modifications halt. Da ist das eine der nützlicheren. Ja. Energy Controls habe ich ja. Subi, kann Ich ich die schmeiße Dinger sie mal dir runter. ausleihen? Ich schmeiße sie dir runter. Und wenn ich nochmal blöd fragen darf, Item Conduits, hast du da noch welche über? Liegen daneben. Danke dir. Weil ich bin ja von Natur aus faul und so, da muss ich mir keine herstellen. Wir aktuell ist es mit dem Herstellen von den Controls eh so ein bisschen problematisch. Weil uns nämlich aktuell ganz massiv die Enderperlen ausgehen. Das geht mit nichts an. Ich bin nur für Bauen zuständig. Ist immer eine gute Ausrede. Ja, ich merke schon. Könnten die Kontaktpunkte finden? Dann wahrscheinlich wieder irgendwo unten drunter sein. Hier drunter was sein? Ja. Drunter was sein?
Und das ist jetzt halt der Vorteil, wenn wir unten praktisch direkt fehlerfrei gebaut haben, können wir jetzt hier oben einfach 1, 2 davon ausgehen, dass es auch an den Stellen, wo es sein sollte, unten drunter was ist, ohne dass man da halt auf die Nase fällt. Nee, Quatsch. Nee, doch. Wozu brauchst du denn bei den Conduits eigentlich Enderperlen? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Also ich sehe hier im Rezept nur Conductive Iron und Conduit Bänder. Ja, bei den Energy Conduits. Ja, die Item-Conduits sind Warum? ja hauptsächlich ein Problem. Da brauche ich nicht so viele von. Bei den Energy, nicht Item. Den Energy brauche ich eine Perlen. Oh, dann habe ich das gerade verwechselt. Das heißt, ich werde dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wahrscheinlich kurz eine Zwischensession einlegen und werde automatische Mob-Farmen zumindest anfangen. In der Grundvariante, so dass wir ein bisschen Enderperlen rankriegen. Weil sonst wird das zeitnah ein bisschen problematisch. Aber ich denke mal, wir kommen bei dem Umbau ja eigentlich recht gut voran. Und da können wir uns so eine kurze Zwischensession auf jeden Fall mal leisten. Was lassen wir deinen komischen Barrel hier frei? Erstmal. Den kannst du ruhig spawnen, den kann man ja auch mit normalem Wasser auffüllen. Okay. Jetzt fehlt mir genau eine Fackel. Ach ja. Okay, jetzt habe ich gerade einen Leck gehabt. Wer weiß. Vielleicht will uns der Server was damit sagen.
Durchaus möglich. Vielleicht will er uns daran erinnern, dass wir uns gerade dem Ende der Folge nähern. Das könnte natürlich durchaus sein. So, nach dem Motto, labert ihr so viel, euch hört eh keiner zu. Eine optimistische Sichtweise. Immer. So, damit sind meine Cobblestones alle. Was macht die Baumform? Sie baumt noch nicht so richtig. Okay, dann müssen wir das wohl auch auf die nächste Folge verschieben. Dann danke ich dafür, dass ihr uns zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge wie üblich in die Kommentare reinschreibt. Und sonst sage ich dann bis zum nächsten Mal. Und ja, bis dahin. Wir sehen uns.